dein Buch. Findest du? Mhm. Ich find's auch. Und da willst du jetzt ein Video zu machen. Mhm. Da soll ich dich interviewen. Mhm. Was soll ich dich da fragen? Irgendwas muss total authentisch wirken. Also es ist ja auch Halloween heute, also es ist okay, wenn wir ein bisschen zerstört aussehen, finde ich. Du könntest mal dich anziehen. Ich richtig. Bin angezogen. So Abbruch. Ja. Also, du hast ein neues, das ist schön geworden, dein neues Buch. Mhm. Echt, wir sind total begeistert. Das ist total cool geworden, also das Design. Das hat der Marco gemacht. Und da soll ich dich jetzt zu interviewen? Naja, wir wollen das natürlich auch verkaufen. Aber es gibt schon hunderttausende Bücher zum Thema Lernen und Lerntechniken. Warum sollten die Leute das verkaufen? Deshalb machen wir jetzt ein Video, um die davon zu überzeugen. Ja, gute Notenprinzip. Du weißt, was ich von Noten halte. Nix. Ja, ganz schön ungerecht Noten. Ja. Die Schule überhaupt. Ach, ich habe ja mal in der Schule gearbeitet, wie du weißt. Naja. Da verweilt der Irrsinn auch mal ein bisschen länger. Allerdings. Gut. Also, aber es macht ja nichts. Was hat das mit dem Buch zu tun? Also ich habe 30 Jahre lang Kinder betreut und Kinder gefördert, lerntherapeutisch mit ihnen gearbeitet und habe alle diese Lerntechniken und noch viel, viel mehr ausprobiert und bin zu dem Entschluss und zu dem Finale hier gekommen, dass das die Besten sind. Du hast 33 Jahre in der Schule gearbeitet und jedes Jahr ein Prinzip. Interessant. Also, Lerntechniken sind halt einfach wichtig und wer ein paar gute Lerntechniken beherrscht, müssen nicht viele sein, 2, 3 reicht völlig aus, der kommt damit echt durch die Schulzeit. Echt? Man braucht einfach nur 2 Seiten lesen und schon ist man fertig. Nein. Leute, kauft das Buch, 2 Seiten und ihr habt gute Noten. Man sollte alle Lerntechniken sich angucken und dann die raussuchen, die für einen selber passen. Oder für das eigene Kind. Das ist natürlich ein Buch für Eltern. Die sollen da reingucken. Es ist auch sehr übersichtlich gestaltet. Die Frau kenne ich. Und das hat, wie gesagt, der Marco, ein Designer aus Frankfurt gemacht. Der Marco Blank. Und der hat das total schön gemacht. Und es ist sehr komprimiert zusammengefasst, was die einzelnen Lerntechniken bedeuten, wie man sie anwenden kann, wann man sie anwenden sollte. Und es gibt auch ein paar Checklisten, wo man nochmal genauer gucken kann, wie man das mit dem eigenen Kind am besten hinkriegt. So ein Video soll also ich mit dir machen? Findest du das seriös, wenn ich als dein Mann dich dazu frage? Ich habe ja gerade keinen anderen. Es ist Sonntag, es ist Halloween, das Buch ist jetzt fertig und ich habe heute Zeit, das Video zu machen. Und ja, da habe ich gedacht... Kauf das Buch. Der braucht nur 2 Techniken zu können und alles läuft. Ja. So, jetzt trinke ich Kaffee. Frag mal nach den Kindern. Nach unseren. Das muss dann rausschneiden. Ja, das kann ich auch. Hast du das eigentlich auch bei unseren Kindern benutzt? Naja, das Buch gab es da ja noch nicht. Aber die Prinzipien schon. Ja. Ja, also. Hat doch funktioniert, oder? Wir haben studiert, aber die räumen nie die Spülmaschine aus. Nein, ich weiß, sie laden uns auch nicht zum Essen ein. Aber wir sind goldige Jungs. Also das Buch kann nicht alles. Nein, es kann nicht alles, aber ich glaube, dass sie das heute noch anwenden. Bestimmte Merktechniken, vor allen Dingen Texte schnell zu verstehen, zu überfliegen und zu verstehen, worum es da geht. Sachtexte, großes Problem bei vielen Kindern. Sich zu konzentrieren, zu wissen, wie die eigene Lernkurve verläuft. Das sind alles ganz interessante Dinge. Wenn man die weiß, kann man besser lernen. Kommt irgendwann dann noch der Teil 2? Wie bringe ich meinen Kindern bei, dass sie im Haushalt helfen? Nein. Das ist gut so. Ja, also das Buch, du willst bestimmt wissen, wo es das gibt, ne? Ich würde mal sagen, auf lernförderung.de. Ja, das gibt es auf lernförderung.de. Das wundert nicht. Und zwar als Download. Und wenn man noch ein paar Euro drauflegt, kriegt man beides, den Download und das gedruckte Buch. Fühlt sich auch gut an. Die Farben sind schön. Hardcover kann man den Kindern auch helfen. Ja, genau. Das war ja immer schon so deine Taktik, deine pädagogische. Ne? Ein Schnipser hinter die Ohren und dann funktioniert es auch. Hat nie ja, gut, dass nicht du nicht der Pädagoge bei uns bist, sondern ich. Also ich habe damit gute Erfolge bei unseren Kindern aufzuweisen und bei vielen anderen, glaube ich, auch. Und ich finde, das Buch ist sehr, sehr gelungen und natürlich würden wir uns freuen, wenn ein paar Leute es auch. Das mit den Schnipseln hat sich hoffentlich rausgeschnitten, wenn ihr dieses Video seht. Ja, dann lass dir mal dein Frühstück weiterschmecken und ich guck mal, ob ich da irgendwas raus zusammenschneiden kann, was man veröffentlichen kann. Wenn nicht, sehen wir uns nachher nochmal wieder. Okay.